Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg, München, in der Nähe von München, Berlin, aber ist ja eh Lockdown gerade. Ja, heute haben wir das schöne Thema, ich verstehe meinen Partner nicht, beziehungsweise dessen toxische Verhaltensweisen, also manipulative in diesem Falle. Ja, was gibt's noch zu sagen? Erste Manifestations-Challenge ist rum und war richtig cool. Also wir machen das Ende Dezember nochmal. Wer dann noch nicht dabei war, hat, glaube ich, großen Spaß gemacht. Und ja, so, aber dann gehen wir mal zur heutigen Frage von Breschnevskov. Hallo Christian, erstmal danke für dein Video zum Thema Thrill in toxischen Beziehungen. Ja, ich versuche das hier mal zu verlinken. Es tut wirklich gut, eine neutrale und äußere Sichtweise zu dem Thema zu hören. Ich möchte aus der Beziehung heraus, lass mich aber immer wieder hineinziehen. Inzwischen sind 2 bis 4 Runden gedreht worden und es sind neue Player aufgetaucht. Ja, wenn man nicht rausgeht, kriegt man halt immer mehr, ne? So ist das. Ist eher ein Gesetz der toxischen Beziehung. Ja. Ich habe nur meine Grenze gesetzt. Ja, dann, wenn du Grenzen setzen würdest, wärst du einfach längst raus, ne? Und gesagt, dass es für mich nur eine Zukunft gibt, wenn sie den Kontakt zu anderen Männern unterlässt. Ja, aber du weißt doch, dass sie das nicht wird. Aber gut. Da ich merke, wie mir mein eigenes Leben ein bisschen entgleitet, bin ich diesmal entschlossen, es durchzuziehen. Ich habe nun einen Wunsch für dieses Video hier. Dabei muss es nicht speziell um meine Beziehung gehen, sondern kannst du auch gerne allgemein was dazu sagen. Es gibt viele Videos, Bücher, die beschreiben, dass Menschen mit narzisstischen Anteilen häufig lügen. In meiner eigenen Beziehung, aber auch in den Fällen deiner YouTube-Videos ist mir aufgefallen, dass diese Menschen ebenso häufig ihre Taten, zum Beispiel Betrug, vorher ehrlich ankündigen. Ja, wie gesagt, immer wenn das Wort narzisstisch auftaucht, ich weiß nicht, ob deine Freundin narzisstisch ist, aber scheint sehr manipulativ zu sein auf jeden Fall. So, für mein Empfinden zeigt meine Ex-Partnerin viele narzisstische Verhaltensmuster. Dazu gehört das mehrfache tägliche Lügen bei Kleinigkeiten und schlimmer in Bezug auf Männer. Ja, wenn du das weißt, warum bist du nur mit ihr zusammen? Warum? Das ist eigentlich die einzige Frage. Ist auch ein schönes Video. Die einzige Frage, die man sich stellen muss in toxischen Beziehungen. So, sie lügt, dass die Männer nur Kumpel seien, obwohl etwas lief, sogar aktuell noch läuft. Oder sie sagt, sie würde abends Freundin treffen und ja, kommt heraus, dass sie einen Mann getroffen hat. Ja, nice, aber was willst du mit ihr noch zu tun haben? Warum? Willst du sie retten oder warum sollte sie das ändern? Es ist halt, wie sie ist. Es geht sogar so weit, dass sie komplexe, fiktive Szenarien und Geschichten erfindet. Ja, manche Leute können halt irre gut lügen. Da werden eben ganze Geschichten zusammengelogen, ja. So, heute ein bisschen heiser. So, auf meine Nachfragen bekomme ich Grimms Märchen erzählt. Auf der anderen Seite ist mir aufgefallen, dass viele Taten vorab angekündigt wurden. Beispielsweise hatte sie einmal offen angekündigt, dass sie hinter meinem Rücken mit einem anderen Mann schlafen möchte. Ich war natürlich entsetzt und fragte nach dem Grund und mit wem. Und so weiter. Ich zog dann hier eine Grenze und drohte mit Trennung, wenn das tatsächlich eintreten sollte, da dies für mich nichts mit Liebe und Loyalität zu tun hat. Ja, ihr habt scheinbar ein anderes Begriff von Beziehung. Ja. Für sie ist das scheinbar so eine Art offene Beziehung. Das endete in einer endlosen Diskussion ohne Ergebnis. Und dann hat sie auch tatsächlich mit dem Mann geschlafen. Ja, wie gesagt, immer das Gleiche. Warum bist du noch mit ihr zusammen? Warum sind manche Menschen so notorisch und exzellente Lügner und andererseits kündigen sie ihr Vergehen offen und ehrlich an? Ja, das ist ungefähr die Frage, wenn du jetzt ein Auto hast und es läuft nur auf 3 Zylindern und es springt nicht immer an, weil die Batterie auch nicht in Ordnung ist. Es ist dann wichtig, welcher Reihenfolge das jetzt auftritt und ob es manchmal so ist und manchmal so oder beides auftritt oder reicht nicht zu wissen, das Auto läuft nicht. Einfach. Also, das
Also meistens ist dieses, dass man sagt, wenn man ist, das bezieht sich eigentlich auf das frühe Dating. Da sagen viele häufig, was mit ihnen ist. Und das Lügen ist eigentlich mehr so in einer Beziehung, ne? Wenn man dann ja, drinbleiben will und will aber gleichzeitig sein Leben mit dem Rücken weiterleben, ja, dann lügt man halt. Aber das ist tatsächlich dieses, sicherlich haben ja alle schon mal gelogen, aber warum jetzt manchmal Menschen da so überhaupt keine Limits haben, kann ich dir auch nicht sagen. Es ist halt so, Menschen machen gruselige Sachen, wissen wir ja alle, muss man nur in die Zeitung gucken. Und wenn man nicht an die Medien glaubt, muss man nur in die Vergangenheit gucken, meine Güte. Und sicherlich, wenn man jetzt schon öfter auf der Erde war, hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gruselige Sachen gemacht. Und ja, es ist, wie es ist. Ne? Aber warum bist du mit dieser Person zusammen? Was zieht dich da an? Bist du immer noch, suchst du immer noch den Thrill? Findest du das hot auf irgendeine schräge Art? Willst du sie retten? Ist es dir so vertraut? Das sind die Fragen. Alles andere ist eigentlich unwichtig. Also dieses, warum? Also das ist natürlich eine Frage, die kriege ich andauernd gestellt. Und ich kann die auch verstehen. Ich weiß auch, wie die kommt. Und ich habe auch schon Phasen in meinem Leben, wo ich die gestellt habe. Aber das hält einen in diesen Beziehungen, dieses Versuchen. Weil unser Gehirn will immer was auflösen. Und dann wurmt einen das so. Man bleibt dran, anstatt einfach zu gehen. Irgendwie so. Ne? Ja, manche Menschen verhalten sich asozial. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht haben sie schwierige Kindheit. Also ich glaube nicht, dass, also jeder hat sicherlich seine Gründe und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es wirklich so Spaß macht, andere zu belügen. Aber ja, manche machen es halt, weil das halt ihr Liebeschip ist, weil sie das gelernt haben, weil sie das gewohnt sind, weil das funktioniert hat in ihrem Leben. Warum? Ja, wieso? Wieso nicht? So ist es. Menschen haben den ganzen Range von Engel und ja, manchmal halt eben auch sehr unengelig. Unabhängig davon jetzt, dass ja sicherlich in allen von uns die gleiche Seele, also eine gleiche Seele ist. Aber ja, das ist halt ein total verrückter Spielplatz hier, den wir uns irgendwo jeden Tag neu erschaffen, denke ich. Und ja, also ist das die Welt, die du erschaffen willst für dich immer wieder? Diese schräge, weiß nicht, Achterbahn, oder reicht es dir irgendwann? Das ist die Frage, ne? Warum und wieso? Also es wird der Punkt kommen in deinem Leben, wo das dir absolut scheißegal ist, warum sich jemand daneben benimmt. Und nimmst es einfach, stellst es fest, nimmst es an, ziehst deine Konsequenzen drauf, fertig. Ob das jetzt böser Wille ist oder Unbewusstheit oder irgendeine Störung oder weil, keine Ahnung, was weiß ich, weil sie schlecht aufgestanden sind oder weil schlechte Kindheit oder weil sie gerade gekündigt worden sind oder weil sie so viel Pickel haben oder es ist wurscht. Akzeptiere es. Und fertig. Und zieh deinen Schlüssel raus und hör auf, jetzt nicht drüber nachzudenken. So, in diesem Sinne, wir werden uns bald. Ach so, ja, eine Sache noch. Ich bereite ja so ein Abonnenten-Special vor und würde das eigentlich gerne nächste Woche machen. Ballert mir noch ein paar Abos rein, das war hier. Gib meine Arbeit gern weiter. Mach selber ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Das kostet ja auch nichts. Gibt auch die Kanalmitgliedschaft, freut mich auch sehr drüber. Die kostet was, aber die meine ich jetzt heute gar nicht. Dass wir auf 22.222 mal zackig kommen hier, ne? Wir werden es bald wieder sehen.